Oma Danja und Oma Kati sind da. Hallöchen. Ich genau reagiere wie die Oma. Lass mich runter. Was ist da passiert? Kati! Komm hier. Kati! Tut immer gut, einen Tee zu trinken. Ich hab dir hier so ein... Ganz... Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Mädchen. Genau, herzlich willkommen bei den beiden Omas. Bei den beiden Omas, ja. Ihr wisst, Kati. Oma Danja und Oma Kati sind da. Hallöchen. Hallo Kindchen, habt ihr euch schon einen Tee geholt? Also wenn ihr noch keinen Tee habt, dann sorgt dafür, dass ihr einen... Ich habe noch keinen Tee dabei. Aber ist nicht so schlimm. Kati hat keinen Tee. Okay, dann müssen wir kurz Pause machen. Kati braucht noch einen Tee. Jo, kann weitergehen. So, Kati hat jetzt auch einen Tee. Dann können wir jetzt weitermachen mit der Reaction. Ich hoffe, ihr habt euch in der Zwischenzeit auch ein Teechen geschnappt. Und dann schauen wir uns jetzt gemeinsam einfach mal 5 Arten von Omas, die jeder kennt, an. Ich freue mich sehr auf dieses Video. Ja, es ist schon etwas älter. Es ist schon etwas älter wie eine Oma. Ja, das ist vom 9.3.2019. Also 2,5 Jahre? Ja. Ja. Also es ist wirklich schon ein altes Video jetzt, ja, aber schon. Ja. Ne? Also 2,5 Jahre ist schon viel. Komm, wir legen einfach los. Ja, ich sehe auch da schon Kahn durch. Ist das Kahn? Ich dachte, das wäre Nina. Nein. Nee, 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 kommt gar nicht in Frage, Kindchen. Wir haben hier Regeln und die wird sich natürlich auch gehalten. Die meckern. Hi, na? Kindchen. Was machst du? Wie siehst du? Was ist denn mit deinen Haaren? Das sieht ja süß aus, oder? Hä? Was war das? Das sind solche, hier solche kleinen Dutz hier oben mit so Schleifchen. Ja, aber, ich verstehe die Frisur gar nicht. Was hast du denn da auf dem Kopf? Das trägt man jetzt so, Oma. Was ist das? Das trägt man halt jetzt so, ne? Guck mal, wie ich genau reagiere wie die Oma. Ah! Du siehst aus wie eine Außerirdische. Ja, das sind Space Buns. Space was? Nee. Ist doch cool, oder nicht? So kannst du nicht rumlaufen. Was sollen die Leute von dir denken? Okay. Was sollen die von unserer Familie denken? Können wir mal machen, oder? Nein, die Oma, die macht jetzt erstmal eine schöne, gescheite Frisur. So viel Zeit muss sein. Das muss jetzt erstmal alles wieder raus. Oh nein. Die Oma macht mir eine gescheite Frisur. So, Kindchen, das ist jetzt wirklich meine anständige Frisur. Also wirklich, so kannst du dich draußen auch sehen lassen. Aber ein Kleidchen, das musst du jetzt aber auch noch wirklich anziehen, ne? Oma, nicht auch noch ein Kleid. Doch, mit Strumpfhose und Lackschuhen. So wie sich das gehört. Los, hopp, hopp. Mit Strumpfhose und Lackschuhen. Guck mal, guck mal, guck mal. Oma holt kurz Lackschuhe ran. Da sind sie, die Lackschuhe. Und die Strumpfhose fehlt uns noch, aber naja. Ach so, ja. Oma Danja hat auch noch eine Lackschuh-Strumpfhose. Ich hab alles. Oma Danja ist ausgerüstet für den perfekten Oma-Look. Was du dir manchmal denkst. Ich bin enttäuscht von dir. Nee, der Florian und die Helene, die sind nicht mehr zusammen. Ah, Kindchen, wir hatten noch gesprochen über Haare, ne? Und auch die Kleidung. Und was sehe ich denn da? Und die Hausregeln, die kennst du doch auch, oder? Oh ja, Oma, ich weiß, Schuhe ausziehen, aber ich muss zum Bus. Ich wollte nur kurz meine Kopfhörer holen. Nee, 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 kommt gar nicht in Frage, Kindchen. Wir haben hier Regeln und die wird sich natürlich auch gehalten. Nicht hier mit Schuhen reingehen. Dafür finden wir eine andere Lösung. Oma weiß da was. Boah, ist das stressig. Ja. Dann gehst du ja nie zu Oma, wenn die so drauf ist. Eieiei. Ach, Oma! Lass mich runter! Ja, weil sonst finde ich irgendwie wieder eine richtig coole Aktion von der Oma. Die möchte halt nicht, dass der auf den Boden trägt. Ich finde, deswegen trägt sie mich einfach kurz. Kann Nina nicht einfach tragen? Nina, stark. Ach, krass. Ach, krass. Also ich weiß, dass sie sehr groß ist. Ja. Aber dass sie dich einfach dadurch einmal quer durch den Raum trägt. Ich habe nicht damit gerechnet. Na gut, ich kann es ja verraten. Ich war ja dabei. Es war nicht so ganz einfach. Also sie musste das kurz machen und so, oh, schnell wieder absetzen. Also das ist eine sehr große Überraschung. Oh, lass mich runter! Nein, bist du schwer! Och, Oma, jetzt lass mich endlich wieder runter! Nicht mit Schuhen rein! Viel Spaß in der Schule! Danke, tschüss! Flotte Oma! Ich finde die mega, die Oma. Die ist zwar streng, aber die trägt mich einfach mal durch den Raum. Ist das ein Opa? Mädchen, du lässt doch den Müll da jetzt nicht liegen, ne? Räum das sofort weg! Was willst du denn machen, Oma? Du hast auch keine Hobbys, oder? Ja, komm doch runter, komm doch! Willst du mich verprügeln? Will ich dich in die Finger kriegen? Mach mir an!
warte, lass mich nochmal gucken. Wenn ich dich in die Finger kriege, mach mir auf! Da fehlt nur so ein Schuh. So ein Latschen. Oder ein Kochlöffel. Jungchen. Ja, ein Kochlöffel. Ich krieg dich, Jungchen. Ach, was höre ich hier? Hier gibt's doch Ärger, oder nicht? Mein Baby! An die Eltern. Oh, jemand wird die Kinder ach, Nina, was wird das denn hier schon wieder? Wieso? Jetzt hast du einen freien Tag, da könntest du mal deine Hausaufgaben machen, dein Zimmer aufräumen. Mama, muss das sein? Es ist Wochenende. Das ist zur Entspannung da. Nein. Hausaufgaben, das ist wichtig. Sonst ist die nächste Klassenarbeit wieder, fällt dann wieder schlecht aus. Also das gibt's nicht. Sofort Hausaufgaben machen und wenn du damit fertig bist, wird das Zimmer blitzeblank aufgeräumt. Hast du mich verstanden? Und ich immer hier am Handy. Das ist erstmal einkassiert. Mann! Ja, stimmt aber auch. Einkassiert. Was höre ich hier? Hier gibt's doch Ärger, oder nicht? Mein Baby! Oma! Meine Retterin, genau zur richtigen Zeit! Oma! Nein. Oma, komm, setz dich zu mir. Baby, was hast du denn? Erzähl mal. Es ist Wochenende und Mama hat gesagt, ich soll mein Zimmer aufräumen und Hausaufgaben machen. Wie bitte? Das ist nicht dein Ernst! Doch, Kathi! Komm hier hin! Komm sofort hier hin! Kathi! Hat sie wirklich? Das hat sie, so, das glaube ich doch. Gott, komm mal her, schau dir mein Baby mal an! Schau dir mein Baby mal jetzt an! Die ganze Woche ist dieses Baby in der Schule und hat so viel zu tun und es ist Samstag. Ja, und da erwartest du von ihr, dass sie jetzt ihr Zimmer aufräumt und Hausaufgaben macht. Nein, stopp! Ich rede jetzt! Also, mein Baby hat so viel zu tun. Guck dir mal an, wie es aussieht. Und die nächste Klassenarbeit steht auch wieder das an. Das interessiert mich nicht. Du rufst jetzt beim Lehrer an und sagst, der soll mein Baby nicht so viele Hausaufgaben aufgeben. Schatz, du gehst bitte, du gehst vor die Tür. Wir gehen jetzt ein Eis essen. Ja, also die Oma ist die Mutter von mir. Und die steht immer noch total so bei der Oma so unter. Oh nein. Also, mal so vorher eine Frage, aber noch nicht komplett beantwortet. Passt eine von den Typen zu deiner Oma? Bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Okay. Mama, ich wollte dich mal was fragen. Und zwar, kann ich ein Tablet bitte haben? Ein Tablet? Für was brauchst du denn ein Tablet? Naja, für die Schule. Alle haben eins. Zum Spielen? Ich kenne dich doch. Da wird doch nur wieder gespielt. Für die Recherche. Ich spiele mich einfach selbst. Das kannst du doch da wird doch nur wieder gespielt. Du brauchst doch kein Tablet. Aber das kann ich mitnehmen in die Schule. Ja, was ist das denn? Ein YouTube-Buch. Ja, ich möchte mit meinem Baby ja auch über aktuelle Themen reden können. Was ist das? Meine Oma-Sinne. Da passiert was mit meinem Baby. Oma-Sinne. Dahin! Mama, bitte. Och Nina, jetzt bitte. Steh doch mal wieder auf. Ein Tablet, das ist nicht so teuer. Bitte, Mama. Ein Tablet, nur eins, okay? Ein kleines. Eigentlich wollte ich zwei, aber ich will jetzt, okay, wir verhandeln. Nur eins, ein Tablet, eins. Ein Tablet. Was ist hier los? Oma. Dürfte ich mal gerne wissen, was hier los ist? Mama will mir kein Tablet kaufen, aber ich brauche eins für die Schule. Sie braucht auch kein Tablet. Wir haben den PC. Sie braucht also kein Tablet. Sie geht zur Schule. Sie muss Referate vorbereiten. Ja. Sie muss Hausaufgaben machen. Und mein Baby soll das ohne ein Tablet machen. Was seid ihr für Eltern? Nein, ich nicht. Wirklich. Ich hab da was für dich, Schatzi. Unfassbar. Was kommt jetzt wieder? So, ein niegelnagelneues Tablet. Mama. Ja, so ist das leider hier bei unserer Erziehung ein. Mama. Unfassbar. Was seid ihr nur für Eltern? Und weißt du was, Schatz? Du musst ja auch immer erreichbar sein, ne? Wie verzweifelt du auch bist. So. Warum wohnt sie in meinem Haus? Warum geht sie nicht? Sie untergräbt meine Autorität. Ja. Meine ganze Erziehung. Mama, wir brauchen doch gar nicht. Was ist denn? Wir brauchen auch nicht darüber reden. Ich wusste nicht, dass ich meine Tochter fragen muss, ob mein Baby ihr ein Handy braucht. Und Schatz, da kommt noch was. Mein Baby. Alexa. Da sind auch alle bei mir in der Klasse. Das hab ich doch noch nicht mal. Das brauchst du auch nicht. Guck mal, wie alt du bist. Das brauchst du nicht. Das braucht hier mein Baby. Ja. Und Schatz, damit du dich auch mal ein bisschen entspannen kannst, habe ich da noch was für dich. Der Blick. So, was passiert hier? Ist es erlaubt, sie zu schlagen? Kann ich nicht einfach einmal... Eine PlayStation 4. Oh, wie willkommen. Das wäre ja schon mal auch spielen können hier zusammen. Ja. So, und jetzt geh ich schon mal spielen, Schatz. Ja, cool. Also jetzt. Aber das ist doch der Traum, oder? Stopp. Kurz, Tablet, Handy, Alexa war da, glaube ich, auch noch dabei. PlayStation. Bis später. Gefällt ihm wohl nicht so gut. Ich meine das doch nur gut. Geiler Style, oder? Mega. Mega. Ich glaube, das wird mein Ausschuss. Ach, mein Kleiner. Hi, Oma. Ich habe ja gehört, es geht morgen auf Klassenfahrt. Ja, das wird richtig cool. Wir sind auf Wanderung. Die Brille, die können wir mal wieder mitbringen. Die gehört mir.
privat. Okay. Das ist meine private Brille. Die habe ich geerbt. Das ist ein Erbstück. Echt, die hast du geerbt? Ja, sozusagen. Also die gehörte mal nicht mir, die habe ich von jemandem bekommen. Ah, okay. Gehäkelt für dich. Okay, so, Oma. Bitteschön. Sonst brauche ich eigentlich nichts. Ich habe eigentlich wirklich alles. Also, du weißt, frischer Wind, ein Stirnband. Ne? Ein Stirnband noch. Oh, ich habe nicht mehr so einen kleinen Kopf wie vorhin. Und, falls es kalt wird, warme Socken anziehen. Hat dich da Evas Strickvorrat? Nein, das ist auch von mir. Das ist mein, hier, mein Stirnband und das war noch meine Socken. Und, falls du kalt wirst, es tut immer gut, einen Tee zu trinken. Ich habe dir hier so einen... Das wusste Oma schon, ne? Oma wusste das. Das ist eine Oma-Weisheit, Leute. Manchmal haben die Omas auch einfach recht, wenn sie sagen, trinken Tee. Haben sie recht. Das ist ja auch... das ist die Fürsorgliche. Die finde ich ziemlich cool, ja, wenn ich ehrlich bin. Muss ich auch sagen. Also finde ich gar nicht so schlimm. Es war ein bisschen anstrengend auch, aber es ist irgendwie auch schön, ne? Ja, wenn man so weiß, da kümmert sich die Oma, die kommt. Oma... Die hat schon alles gedacht. Tee mitgebracht. Pack dir das auch mal mit. Das ist doch wieder dieser Tee, den auch... Aber ich glaube, Karl ist da gar nicht so begeistert. Du kannst dir auch mal einen Beutel leihen, wenn du möchtest. Also, oder passt das alles bei dir hier rein in die Tasche? Eigentlich nicht, aber... Also brauchst du den Beutel noch? Ich muss ein bisschen lachen, ne? Dann nehme ich den auch. Dann ganz viel Spaß, ja, ne? Danke, Oma. Hey, Oma. Ach, hey, mein Schatz. Oma, also ich wollte jetzt mit Freunden gleich raus. Ist doch in Ordnung, ne? Ja, klar. Aber ich suche meine andere Hose, diese graue Hose. Wo ist die denn? Hast du die nicht gewaschen? Ach so, ja, aber... Mann, da waren so große Löcher an den Knien, da habe ich dir jetzt mal Flicken drauf genäht. Das geht ja nicht, sonst wirst du ja kalt an den Knien. Ja! Aber Oma, das ist doch, sind das Herzen? Sieht doch schön aus, oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich sehe schon, komm. Hashtag Karl blamiert sich. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach so eine süße Hose. Ja, okay. Oh nein. Toll, bis später. Gefällt dir nur? Oh, einfach diese Badges draufgenäht, ja, das kenne ich auch. Okay, Oma, ich komme dann die nächsten Tage wieder vorbei, ne? Warte mal ganz kurz. Was denn? Ja, dein Schuh ist auf. Nicht, dass du stolperst, mein Junge. Ach, Oma. So. Ich bin doch jetzt schon 15. Du kannst nicht richtig zu. Und wo ist denn der Schal, den ich dir gegeben habe? Ach so, ja, den habe ich vergessen. Du kriegst einfach den hier. Oma, das muss wirklich nicht sein. Warum bist du immer so fürsorglich? Okay, passt das so? Warum immer so fürsorglich? Mal mit der Winterjacke. Okay. Mein Junge. Ja, tschüss. Oh. Mein Junge. Die werden so schnell groß. Der kleine ja. Karl. Was ist denn furchtbares passiert, du? Was denn wieder, Oma? Ich hab das Internet kaputt gemacht, das ist kaputt. Oh, das gibt ein schönes Feuerchen. Oma, was wird das? Was denn? Lass das. Was willst du denn damit? Pizza backen, weil da stand den Ofen vorheizen und da muss man doch erst Feuer legen. Ja, also, nee. Feuer legen! Nicht nachmachen! Da muss man doch erst Feuer legen. Bitte legt kein Feuer, wenn ihr Pizza backen wollt. Aber nicht so. Also wir nehmen hier erstmal das ganze Papier und so weg. Ne? Das Feuerzeug bitte auch. So Eisstiele einfach weg. Das läuft heutzutage nicht so. Du packst uns doch die Bude ab. Das nimmst du jetzt einfach und ab in den Ofen damit. Da gibt's Einstellung. Oh, ich liebe den ZDF-Fernsehgarten. Ja, ich auch. Super, Oma. Junkin, ich wollte mal fragen, was jetzt mit Berufswahl ist, weil du hast ja einen Schulabschluss bald. Ja, also ich habe auch schon mit Mama und Papa darüber geredet. Also ich möchte ganz gerne Influencer werden. Also ich bin... Influencer? Ja, also ich bin eigentlich auch schon Influencer. Du hast Influencer? Nein, ich bin Influencer. Du hast Influencer? Hast du eine Influencer-Grippe? So, verstehst du? Das ist eine gefährliche Krankheit. Hier, Fieberthermometer. Mund rein. Ich mach dir leckeren Zwiebelsaft. Wieso du musst denn? Gesund werden. Influenza, das ist eine gefährliche Krankheit. Oh Wadenwickel, dies und das. Okay. Wadenwickel? Ja? Mir ist was Furchtbares passiert, du. Was denn wieder, Oma? Ich hab das Internet kaputt gemacht. Das ist kaputt. Das Internet kaputt gemacht? Doch. Oma, das geht nicht. Guck doch, ich bin doch selbst gerade im Internet. Das verstehe ich nun gar nicht. Du brauchst dir keine Sorgen machen, da ist nichts passiert. Ich hab das gelöscht. Nein, das kann man nicht löschen. Ich bin mir 100% sicher, doch, das ist passiert. Oma, ja, ist okay. Oh Gott. Mach dir keine Sorgen. Ich hab das Internet gelöscht. Oh Gott, nicht schon wieder. Oh ja, nee. Noch nee. Also das mit dem Internet, das verstehe ich auch nicht. Ich muss aber hier beim Fernmeldedienst anrufen. Aber ich muss sagen, ich finde, dass Nina so extrem gut so Stimmen machen kann. Mhm. Also ich finde diese Oma-Stimme. Dafür ist Nina bekannt. Für alle, die Familie Vogel kennen, wissen das. Auch die Babystimme von ihr ist ja richtig, richtig heftig. Also das ist schon sehr, sehr accurate. Ich weiß nicht mehr, wie die Nummer geht. Ich muss mir das mal aufschreiben jetzt. Das kann am besten sie, in Rot. Inter.
Oma. Ich weiß schon, was gemeint ist. Aber schreibt mal ein Internet so. Ich weiß ja nicht mehr hier. Nee, das ist nicht richtig. Das muss weg. Alles weg. Das kann so nicht sein. Das muss ich doch mal nachfragen, wie man das schreibt. Das kann ich mir ja doch auch nicht merken. Jetzt ist das Internet weg. Ich hab das Internet gelöscht. Oh weia. Oh weia. Mein Baby hat Hunger und ist alleine. Ich muss überall. Oh, das ist doch die bekannte Köche. Mann, ich habe noch so viele Hausaufgaben und irgendwie habe ich auch total Hunger. Ach, vielleicht kann ich mal Oma anrufen. Wie ich die kenne, wird die mir was zu essen vorbeibringen. Oh, mega offen. Ja. Hallo, Prinzessin. Oma? Ich bin's, Kathi. Ja, mein Schatz. Kesche Oma. Oh, ich hab total auch Hunger. Auch wieder deine private Brille. Ja. Kannst du nicht deine Eltern fragen? Bitte. Nee, Mama und Papa sind gar nicht da. Ich bin alleine zu Hause. Wie bitte? Du bist alleine? Oma macht dich direkt auf den Weg. Ja, ich komme, Schatz. Der Style einfach mit diesem langen blauen Haar. Diesen Bart, die da so. Aber ich find die Perücke richtig cool. Ja. Ich hoffe, dass meine Haare irgendwann mal so aussehen. Wo ist das denn? Da. Oh. Ach, da waren dann noch Süßigkeiten drin. Ah, nein. Die waren dann über das Video drin. Mein Schatz. So, mein Schatz hat Hunger. Und bekommt auch was zu futtern. Auf geht's! Auch von deiner Oma, wenn du irgendwie mal gesagt hast, dass du irgendwas gerne isst, dass sie das dann so in Mengen gekauft hat. Ja. So, ich habe, glaube ich, irgendwann mal zu meiner Oma gesagt, dass ich gerne diese Nimm-2-Soft-Dinger esse. Bis heute. Jedes Mal bringt sie Nimm-2-Soft. Aber es ist sehr nett. Ja. Danjas Oma, danke. Ja. Danke. Also, es ist wirklich. Nee, mir ging das auch so. Verschiedene Sachen, die ich früher mochte, esse ich heute nicht mehr, weil ich die einfach zu viel gegessen habe. Ja, wirklich. Dann hat man sich davon so überessen. Und oder ich habe dann einfach ein paar Jahre mal eine Pause eingelegt und dann irgendwann mal wieder versucht zu essen und dann mochte ich es doch wieder gerne. Ja, also das muss ich sagen, das waren dann halt wirklich. Das war aber auch nicht so, das waren dann nicht so normale Mengen, die dann da gekauft wurden. Sondern das waren so, das war im Angebot. Hier hast du 30 Packungen Toffifee. Okay, aber die wurden auch gegessen. Ja. Ich habe die weggefuttert, die habe ich weggeatmet. Es gibt ja immer auch Leute, die da gerne mithelfen, ne? Also. Ja, ich habe mir dann nicht groß helfen lassen müssen. Nicht? Meistens. Nee, ich habe das weggeatmet. Das ging schon. Jeden Tag eine Packung. Jeden Tag? Jede Stunde. Wo bleibt denn Oma? Die hat doch gesagt, sie kommen. Ich bin da, Schatz. Oh mein Gott, ich habe dir ganz viel mitgebracht. Warte mal, wie hast du dich da gerade umgedreht? Sie kommen. Ich bin da, Schatz. Mein Rücken. Ich hab dir ganz viel mitgebracht. So, ein bisschen Popcorn, ein bisschen Flips. Oh, Oma, danke. Das war ja richtig und geil. Auch hier ein bisschen was. Ein bisschen Schokolade. So, jetzt viel Spaß. Der Oma-Blick. Oma ist da. Und sie hat leckere Sachen mitgebracht. Noch Essen fehlt, dann sagst du mir Bescheid. Das ist echt mega nett von deiner Oma, dass sie uns einfach hier so mit ihren ganzen Sachen hier spielen lässt. Ja, meine Oma ist echt die Beste, dass wir hier sein können. Das ganze Wochenende bei Oma, das wird so cool. Gut. Oh ja, das sieht aber toll aus. Hallo. Mein Rücken, der tut immer noch weh. Oh, ihr spielt aber hier schön, ne? Mhm. Das gefällt mir. Und jetzt wird's auch Zeit zu essen, oder? Ihr seid ja hier nicht bei Oma, um nur zu spielen. Also eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Wem gehört denn der Schal? Wir haben gegessen. Ein bisschen nehmen wir. Echt? Also, das ist, glaube ich, ausgeborgt. Ausgeborgt aus dem Kleiderschrank seiner Frau. Aber der ist auch schön, der Zuschauer. Ja, der ist schön. Der sieht auch sehr warm und kuschelig aus. Heutzutage. Ihr bleibt sitzen! Ich will essen! Wir haben doch eben erst gegessen. Ja, keine Ahnung. Oh, guck mal. Oma kommt! Das kenne ich auch. Es wird Zeit für die vierte Mahlzeit. Ich habe Reis, Nudeln und Kartoffeln gemacht. Alles! Komm jetzt mal aber weg. Wir wollten auf jeden Fall nicht so viel. Oma, wir sind noch nicht. Ich habe auch gar nicht so viel. Wir haben ein bisschen Müsli, Brot. Dann habe ich hier noch ein bisschen Tupper. Ein bisschen Tupper. Frischkäse. Alles aufgetaut. Natürlich. Oma meint ein bisschen. Rohe Eier. Dann haben wir ein bisschen Nachtisch. Das können wir doch niemals alles essen. Wir brauchen eine ganze Woche. So, ich dachte mir, ich mache nur ein bisschen was Kleines. Ne? Also, mein Rücken. Also ich hoffe, es schon reicht auch Kleines. Das ist schon zu Ende? Das macht so viel Spaß. Ich würde es gerne noch weiter machen. Aber es waren schon die 5 Uhr. Wir hatten doch schon 3 Mahlzeiten. Und das reicht doch nicht. Wir haben gerade mal 12 Uhr mittags. Also bitte, essen. Wir hatten doch schon 3 Mahlzeiten. Und jetzt gibt es Kaffee und Kuchen. Ja. Kaffee und Kuchen. Schön.
So, also ich muss mir jetzt erstmal Süßigkeiten holen, weil ich habe jetzt gerade richtig Heißhunger auf Süßigkeiten bekommen während des Videos. Welche Oma war denn jetzt so? Meine Oma ist tatsächlich nicht so richtig da drin vorgekommen, also jetzt mal abgesehen von der Köchin, aber meine Oma kann halt nicht gut kochen. Aber sie hatte mal Süßigkeiten gekauft. Hoffentlich guckt Danias Oma das jetzt hier nicht. Nein, das ist nicht schlimm. Meine Oma ist nicht die größte Köchin, aber sie hat immer dafür gesorgt, dass wir viel zu essen hatten. Wir haben bei meiner Oma haben wir immer sehr viel so Fastfood-Zeug und so gegessen. Das war richtig. Aber auch nicht unbedingt gewöhnlich, ne? Also eigentlich ist ja meistens die Omas immer so Eintöpfe kochen oder so, so Suppen. Ja, sie hat halt immer Bohneneintopf gemacht. Also ich glaube, Bohneneintopf macht sie ganz gut. Aber das ist halt auch jetzt nichts, was du so essen willst als aber Kind. Aber ich muss sagen, genau, als Kind, aber wenn man ein bisschen älter ist, dann denkt man so, oh, eigentlich würde ich ganz gerne doch mal wieder diesen Eintopf essen, den ich früher nie mochte. Nee, also ansonsten ist meine Oma, glaube ich, ein bisschen so eine Mischung aus vielen Sachen. Ja, ich glaube, jede Oma hat so ein bisschen von jedem, ne? Mhm. Welche war deine Oma? Auch eigentlich keine genau, aber ich würde sagen, dieses, was wir eben schon gesagt haben, so, ich habe doch mal was mitgebracht. Ja, und dann so alles voll. Jedes ja. Mal Süßigkeiten. Und ja, mit dem Kochen, wie ich gerade schon gesagt habe, so, es gibt heute Reis, Nudeln und Kartoffeln, weil Kathi isst ja am liebsten Nudeln. Ja. Ja, doch, und das sind schon. Und auch dieses mit diesem Tablet und so, das war dann auch schon immer, wenn ich irgendwas gerne haben wollte, das haben dann Oma und Opa, wenn dann, für mich gekauft. Bei mir ist immer, sparen. Ja, nicht einfach so, sondern das gab's dann, das kannst du dir von Oma und Opa wünschen. Und dann Oma und Opa so, wir haben dann da mal das Handy mitgebracht und so. Ja, also ich glaube, da kann man viel mischen, aber vielleicht habt ihr ja auch eure Oma komplett erkannt in einer Art. Dann lasst uns das unbedingt mal unten in den Kommentaren wissen, Leute. Und wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald nächstes Mal wieder. Ciao. Tschüss! Noch mehr Videos für euch. Es gibt so viele Videos von uns. So unfassbar viele Videos! Über Kathis Kopf findet ihr ein weiteres Atemvideo von uns. Und über Danias Kopf, da findet ihr eine weitere Reaction. Viel Spaß damit! Ciao!